Also, wir sind jetzt hier an einem Wasserfall, an einem abgelegenen Ort wieder. Nicht viele andere Menschen da, aber wenn man andere Menschen sieht, dann sind es meistens Deutsche. Und wir versuchen jetzt gerade diese Klippen runter zu klettern. Für Ilona nicht so einfach, aber sie wird immer besser darin. Und wir gehen jetzt ein bisschen baden. Es sind da auch Fische und ich mag keine Fische. Soll alles fischlos sein. Aber wir sind halt in deren Territorium und nicht in unserem. Also muss ich mich damit abfinden, dass sie da schwimmen. Oh, das sind so viele Fische, Ilona. Oh. I don't like. Aber was man sich da alles antun muss, um was Schönes zu erfahren. Oh, guck mal, hier ist eine Schlange. Schwarze Menschen können nicht schwimmen. Oh, ich hab Schwimmknüppel an. Ja, die sind unsichtbar. Chips und Cola. Und ich habe gerade kurz gegoogelt, ob ich da hinten auch runterspringen kann. Aber ja, die springen da runter, also werde ich jetzt gleich auch da runterspringen. Wir sind hier nur mit so ein paar weiteren Touris da hinten. Sonst ist es ganz ruhig hier. Wie gesagt, ich mag keine Fische im Wasser. Ich kann mich dann nicht entspannen im Wasser, weil jedes Mal denke ich mir, auch wenn nur ein Blatt mich berührt, das ist ein Fisch oder sowas. Und ich weiß, Fische, ich habe keine Angst vor denen oder sowas. Ich ekel mich einfach nur vor denen. Und ich weiß gar nicht, warum. Das ist so seltsam. Das ist, man ist, glaube ich, zu behütet im Schwimmbad aufgewachsen. Ich glaube, davon kommt es. So, wir waren jetzt in dem wunderschönen Belem Wasserfall schwimmen und springen. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr nach Costa Rica kommt, habt Dollars und Colones. Weil manchmal wollen die von uns, so wie jetzt hier zum Parken, 2 Dollar haben oder 2000 Colones, was keinen Sinn macht, weil 2000 Colones sind fast 4 Dollar, 2 Dollar, 3 Dollar, irgendwas. Deshalb ist es, glaube ich, immer cool, beides dabei zu haben. Wir bleiben bei Colones, aber falls ihr noch ein bisschen überall ein bisschen sparen wollt, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich euch weitergeben kann. Yes, und viel zu trinken dabei haben. Yes, jetzt geht's weiter nach Montezuma. 2,5 Stunden und 45 Minuten fahren wir jetzt. Und mal sehen, was uns da so erwartet. Das war das Wort. Bist du ready? Yes. Hier irgendwo am Straßenrand sind stehen geblieben bei Soda Esmeralda, weil wir wollten ja nochmal ein Standard-Soda. Und wir haben gerade Fruit Loops-Papageien gesehen. Und da geht wieder ein Hund, ganz gemütlich über die Straße. Ah, und dann denkt er sich, ja, oh, nee, wieso weitergehen, wenn ich auch stehen bleiben kann. Wer ist voran? Aber es ist schon wieder, ist vielleicht Johannes. Ja, ja, genau. Camino ist Weg. Und achso, das ist I, La Verdad. Niemand kommt zum Al Padre. Si, wenn sozusagen, wenn, ni por mi. Also, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ne, wir sind jetzt wieder in so einem Soda. Du kommst immer rein. Und dann sagen die Hallo und ne, wie geht's dir und sowas. Und dann sagen die einfach, was du essen haben möchtest. Also sie stellen sich dann hin und sagen, ja, willst du dies? Puede ser huevos revueltos, queso, queso, huevos, ensalada,
Ensalada? Ensalada verde. Sí. Also genau so ist es halt. Die kommen hier hin und dann musst du erstmal versuchen zu verstehen. So, ich habe ein bisschen Spanisch gelernt, bevor wir hier hingekommen sind. Und ich weiß, was das bedeutet, aber mein Gehirn braucht ein bisschen, um das zu verstehen, was die sagen. Aber dann ja, klar. Also jetzt kriegen wir wahrscheinlich wieder so ein klassisches costa-ricanisches Gericht. Genau, und das finde ich super entspannt, weil du hier reinkommst und du redest mit denen und du sagst einfach, ja, hi, und die sagen dir dann, ja, wir geben dir das und das und das und das, das kriegst du. Wir kriegen keine Karte oder irgendwie sowas. Das passiert auch schon, bevor man sich hinsetzt. Ja. Aber das ist cool, das ist echt cool. Jetzt trinken wir eine Cola. Wir brauchen ein bisschen Zucker, um wieder Energie zu bekommen. Ja, aber wir denken uns, hier werden wir wahrscheinlich, keine Ahnung, 5 Euro zahlen oder sowas. Und wenn wir dann ein bisschen weiter zu den Touri-Orten fahren, kostet das halt wahrscheinlich das Doppelte. Jetzt haben wir den Standard eigentlich immer bekommen. Reis, Eier, Bohnen, Käse. Das ist neu. Das ist neu. Was ist das? Kartoffeln? Mit Welche? Karotten? Das ist heiß. Das ist Schmeckt nach Kartoffeln. Jetzt sind wir in Montezuma angekommen und wir sehen hier ein paar tausend Eidechsen. Sehr cool, sehr coole Farbe. In so einem Schwitzen ist es so warm. Ich muss jetzt direkt mal die Klimaanlage anmachen. Wir sind hier in unserem kleinen, bescheidenen Zimmer. Wir haben immer sinnloserweise ist immer noch ein extra Bett dabei. Keine Ahnung. Da hätten wir Platz gehabt für irgendwas extra. Naja, wie auch immer, ist nicht so wichtig. Wir haben hier ein Bett und das ist mehr, als wir brauchen. Also, genau so wie in Tortuguero gibt es hier schöne Hängematten. Und da hänge ich jetzt ein bisschen. Das war eine chaotische Fahrt, die Ilona sich da ausgesucht hat. Hier, das hier sieht schon eher so aus, wie wir uns Tamarindo vorgestellt haben. Also mit so einer Straße, wo eigentlich nicht so viele Autos fahren und viele Leute auf der Straße laufen und so weiter und so fort. Thank you.